Bei mir zu Gast ist jetzt Robert Jenke. Er hat Informationstechnik und Elektrotechnik studiert und forscht jetzt aktuell an der Mensch-Maschine-Interaktion. Was forschst du denn da? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich bin in einem EU-Projekt namens VERE und forsche im Rahmen dessen, wie man Emotionen von einem Benutzer auf einen Roboter übertragen kann. Und da beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Emotionserkennung von physiologischen Signalen. Was sind physiologische Signale? Also man muss sich das bei Emotionen so vorstellen, dass Emotionen sich nicht nur über unsere Mimik oder Gestik ausdrücken, sondern auch unseren Organismus verändern. Und zu den physiologischen Signalen gehören dann Sachen wie Gehirnströme, Hautwiderstand, Temperatur, solche Sachen. Okay. Das heißt, ein Großteil deiner Forschung ist zu erkennen, welche Emotionen ich empfinde. Genau. Und wie erkennst du das? Also die Maschine funktioniert grundsätzlich so, dass man, bleiben wir bei dem Beispiel Gehirnströme, die misst mit einer EEG-Kappe zum Beispiel. Und die Maschine versucht dann anhand von Merkmalen, die man aus den Signalen extrahiert, diese Merkmale einer Emotion zuzuordnen. Und meine Arbeit beschäftigt sich damit, dieses System zu verbessern, zum Beispiel indem ich versucht habe herauszufinden, welche Merkmale denn die besten sind für Emotionserkennung und ja. Das heißt, sitzen die Probanden da, haben so eine Kappe auf und du siehst dann am Computer, wo ein Signal ankommt, wenn sie jetzt gerade irgendwas Trauriges sehen. Also ich sehe das nicht am Computer, aber ich versuche die Programme so zu schreiben, dass sie das erkennen können. Ist es denn bei jedem Menschen gleich? Also passiert bei jedem Menschen Trauer zum Beispiel in einer bestimmten Region im Hirn oder und Wut in einer anderen oder ist es bei jedem Menschen unterschiedlich? Also es gibt tatsächlich eine gewisse Varianz zwischen den verschiedenen Personen, weil auch jeder Mensch einfach Emotionen unterschiedlich empfindet und darauf reagiert. Und deswegen ist es bei solchen Studien eben besonders wichtig, dass man möglichst viele Probanden nimmt, um eben auch aussagekräftige Ergebnisse zu haben. Kannst du auch erkennen, wie stark eine Emotion ist? Also ob ich mich einfach nur freue, weil ich gerade noch den Bus gekriegt habe oder ob ich mich total freue, weil ich gerade mein Studium bestanden habe? Also es ist in der Tat eine spannende Frage, die man noch gar nicht so sehr untersucht hat. Wir haben das in der letzten Studie mal versucht, in einem vereinfachten Versuchsaufbau mal zu erproben. Und die Ergebnisse, die wir da erreicht haben, die sind relativ vielversprechend, dass man das vielleicht irgendwann schaffen kann. Das heißt, du kannst erkennen, wenn jemand Emotionen empfindet. Glaubst du, dass man irgendwann auch erkennen kann, beziehungsweise Gedanken lesen kann? Also das Projekt, das ich eingangs erwähnt habe, da versuchen wir auch andere Absichten von Benutzern auf den Roboter zu übertragen. Absichten sind also quasi Gedanken. Genau, also was der Benutzer halt möchte, dass der Roboter tut. Und dafür benutzen wir dann ganz bestimmte Schnittstellen, wie zum Beispiel einen Bildschirm, auf dem sich der Benutzer konzentrieren muss. Und aus dieser Interaktion zwischen Bildschirm und den Gehirnsignalen, die daraus entstehen, kann man teilweise eben Absichten schon rauslesen. Aber jetzt wirklich einzelne Gedanken aus dem Gehirnström gerade mit EEG rauszulesen, ist, glaube ich, nicht möglich. Okay. Jetzt ist das alles sehr spannend, aber für was braucht man es denn? Also wo soll es angewendet werden? Also wir benutzen das in dem Projekt eben zum Beispiel, um querschnittsgelähmten Menschen wieder eine Möglichkeit der physikalischen Interaktion mit der Umgebung zu ermöglichen irgendwann. Aber es gibt grundsätzlich bei den Emotionsforschungen oder grundsätzlicher kognitiven Zuständen noch viel weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme, die irgendwie erkennen, wenn der Fahrer Sekundenschlaf hat, für private Haushaltsroboter oder die halt auch in der Altenpflege angewendet werden können, wo solche Emotionen eben zu einer viel natürlicheren Interaktion führen können. Wie weit ist das schon? Gibt es davon schon was? Also die ersten Fahrerassistenzsysteme, die eben solche Sachen erkennen, die sind schon auf dem Weg. Bei den privaten Haushaltsrobotern, die sind ja noch in den Kinderschuhen, aber wahrscheinlich auch im Kommen. Gut, sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg noch bei der Forschung, dass es auch alles in Zukunft wird. Und bis bald. Ich bedanke mich.